Alright, ich mache ein ganz, ganz schnelles YouTube-Video mit einem Screencast. Denn diejenigen, die meinen Newsletter bekommen, die haben es schon mitbekommen. Wir haben eine kleine Aktion hier zu Weihnachten oder ich habe eine kleine Aktion zu Weihnachten gestartet. Und die heißt Schenk Skills, kein Zeug und produziere keinen Müll. Nee, weil viele schmeißen einfach das Zeug weg und bringt halt gar nichts. Ein viel besseres Investment ist, in seine Skills zu investieren, vielleicht einen von meinen Kursen zu machen oder einfach auch mal Zeit zu investieren und aus den Sachen, die man schon hat, das meiste rauszuholen. Ich kam da drauf, weil ich immer wieder gefragt wird, Daniel, welches Plugin soll ich mir denn jetzt kaufen? Und Daniel, welche Software soll ich mir denn jetzt kaufen? Und welches Update und Upgrade und Sample Library soll ich mir denn kaufen? Und meistens ist meine Antwort, hey, du hast schon so geiles Zeug, lern doch erstmal, wie du da was richtig Geiles rausholst. Deshalb ein kleiner Screencast für euch, denn ich schenke euch oder ich schenke dir zwei Sounds. Wenn du in meinem Verteiler bist, gar kein Problem, dann hast du sie schon. Wenn du diese Sounds auch haben willst, auch gar kein Problem. Ich habe unten den Link für dich, da kannst du dich eintragen und dann schicke ich dir die Sounds zu. Und du kannst die komplett in deine Songs integrieren. Die sind alle spielbar. Der erste Sound, den ich für euch habe, ist inspiriert durch Stefan Bozin. Und ich werde immer, die meine E-Mails lesen, die wissen das schon, ich werde immer so oft nach diesem Sound gefragt. So, Daniel, wie geht denn der Stefan Bozin-Sound und so weiter? Und deswegen dachte ich mir, ist immer gar kein Problem, ich baue mal diesen Sound in Ableton Live Intro für euch nach oder beziehungsweise bereitet den für euch vor, sodass ihr den auch in euer Projekt integrieren könnt, ohne dass ihr euch jetzt irgendein Moog Voyager oder sonst was kaufen müsst und teures Ding und so weiter. Sondern ihr habt hier schon von mir Makro-Rigger vorbereitet. Der Sound ist am Start. Ihr könnt den spielen und wir schauen uns einfach mal an, was da dabei ist. Ich habe ein kleines Projekt da drumherum gebaut. Hören wir uns erstmal nur den Sound an sich an. Das ist eben dieser Sound und hören wir uns mal an, wie der in einem Song klingen kann. Ich habe hier mal auch die Makro-Regler schon gemappt, sodass man hier so ein bisschen dran spielen kann. Also ein super fetter Bass und der ist auch noch natürlich sehr, sehr wandelbar hier. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel und eine Melodie damit. Ich habe, wie gesagt, Makros schon gemappt. Ihr könnt die Gleitzeit hier einstellen. Ja, viel Spaß damit und ab zum nächsten Sound. Ich muss eigentlich los, die Zeit läuft. Der nächste Sound ist was für meine Hip-Hop-Heads da draußen und es ist einfach ein 808-Sound, den man wirklich immer wieder braucht, Brot- und Buttermäßig. Ich habe ihn allerdings schon mal ein bisschen für euch vorgepimpt. Zwei Sachen, die ich hier kurz zeigen will. Die erste Sache, also erstmal nur der Bass an sich, ein super fetter Bass. Und die erste Sache ist, ich habe Glide schon mit eingebaut. Das heißt, wenn ihr eine Note drückt, gedrückt haltet und die nächste spielt, dann habt ihr die Möglichkeit, zwischen den beiden Tönen hin und her zu gleiten. Und dann habe ich schon mal Attack, Decay, also Attack, Release und Drive für euch gemappt, wenn ihr also Attack aufdreht, falls ihr vielleicht einen Kick im Song habt. Dann habt ihr einen weicheren Anschlag und wenn ihr Release runterdreht, dann habt ihr eigentlich mehr oder weniger schon eine kleine Kick. Nur, dass sie tonal spielbar ist. Und dann habe ich natürlich noch das Drive, den Drive gemappt. Und der gibt dem Ganzen natürlich ein bisschen Asozialität. Und auch hier habe ich ein kleines Projekt schon mal vorbereitet. Ja, ein bisschen asozialer. Und dann, während ich damit rumgespielt habe, habe ich dann gedacht, ey, ich probiere jetzt auch nochmal diesen Stefan Bozin-Bass in so einen komplett anderen Style nochmal mit reinzubauen. Und das ging eigentlich ganz gut.
Oh yeah! Wenn du die Sounds haben willst, Links gibt's unten in meinen Newsletter-Eintrag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Feder hoch.